Sag mir einfach, wenn du andere genommen hast. Ja, übergebe die. Was Questziel reicht. Hast du ihm die jetzt gegeben? Nee, jetzt habe ich das gegeben. Jetzt ich auch. Wieso konnte ich das jetzt abgeben? Die Mission ist abgelaufen. Ach so. Die Mission ist abgelaufen. Und jetzt? Ja, jetzt ist eben genau der. Wie ging jetzt das, Mensch? Müssen wir das abbrechen und wieder annehmen? Scheiß Pferd, nee, warte mal. Stellen. Ja. Sicher der Schwarzgeist. Ja, wir hatten da auch irgendwie ein Problem. Abbrechen. Kann ich gar nicht. Die Pille von, die soll ich jetzt abbrechen oder was? Geht gar nicht abzubrechen. Jetzt habe ich die abgebrochen. Hast du die? Ich habe die jetzt abgebrochen. Wo muss ich denn jetzt die annehmen? Ja, ich habe die jetzt auch abgebrochen. Also ihm müssen wir die abgeben, um die Quest abzuschließen. Jetzt müssen wir dahin. Darunter. Wie weit ist denn das? Ich habe das erst eben einmal gemacht und ich weiß, dass es uns voll verarscht hat, irgendwie mit der Wegführung. Da hat es nicht gereicht. Okay. Die vier ja, Minuten. Wir sind ja schon versauen. Und ich glaube, man kann eben auf der anderen Seite vom Berg runter, dann ist man viel schneller. Weil jetzt sind es schon 600 Meter, ja, ich gehe doch hier absolut falsch. Ich glaube, du gehst richtig. Ja, ich gehe nach der Wegführung. Ich eben auch. Und bei mir war das immer auch da ringsherum. Genau, und hier müssen wir halt quasi, ach so, das ist der Weg, den wir hergehen müssen, oder wie? Ich glaube, wir aktivieren das und müssen dann hoch ihm diese Pille bringen innerhalb von 4 Minuten. Ja, aber in der Mitte ist doch, in der Mitte ist doch ein Weg. Ja, ich bin halt blöd und gehe hier außenrum. Ja, ich gehe jetzt auch gerade außenrum, aber du siehst ja, wenn du auf die Karte aufmachst, dann hast du doch in der Mitte so einen Weg, quer durch den Berg. Ich folge vielleicht dann einfach. Müssen wir da jetzt gleich mal lang. Ja, weil sonst wird es nicht reichen. Aber jetzt müssen wir ja sowieso erstmal das Ding holen, richtig? Nee, genau. Und dann können wir ja auf den anderen Weg dann zurückgreifen. Wir können ja erstmal gucken, wo der Weg da hochgeht, damit wir dann schneller da sind, bevor wir die annehmen. Schub, schub, schub. Rakete. Weißt du, wo ich Hirse ernten kann? Ja. Arbeiten? Mit den Arbeitern. Ja. Ich habe gestern da bei Delph diese Quests, habe ich hier so gefunden. Wahrscheinlich müsste es dort irgendwo sein. Du kommst hier nicht vorbei. Klar. Guck mal. Ja, muss ich mal gucken, weil ich ernte nämlich schon Zimt und Pistazien. Boah, ich muss noch her sein. Dann kann ich nämlich einen würzigen, keine Ahnung was, Pudding machen. Warte mal, bevor du die annimmst. Wo ist denn der Weg? Der muss hier hinter irgendwo sein. Oh, das werden wir schon finden. Wir können ja Wegpunkte so auf der Karte setzen. Finden wir schon. So, dann sag mir mal, wenn du die annimmst da. Jetzt steigt die ab vom Pferd. Mal drauf da. Ja, ich glaube. Okay, wollen wir annehmen. Ja. Gut, habe ich. Echt gut, ich bin bereit, sagt er. Das muss ich nicht mit dir quatschen. Das auch noch. Mhm. Ja. Warte mal, setze ich meinen Weg. Bei mir läuft Zeit, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Übergebt Ashana. So, gut, ich habe schon mal den Wegpunkt gesetzt. Ich folge dir, aber du bist wahrscheinlich zu schnell für mich. Hier hoch. Ja. Warte mal, jetzt müssen wir. Warte mal, stehen, Pferd. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite vom Berg, ne? Nee, jetzt führt sie wieder da lang. Warum?
Hier muss es irgendwo lang gehen, so hier lang. Also er führt mich nicht komplett rum, wir müssen dann selber rüber, hüpft von da irgendwie. Also jetzt habe ich eine Wegführung hier durch. So, und jetzt müssen wir den Typen anquatschen, ne? Genau. Genau. Ja, er macht die Wegführung nicht hier automatisch durch. Er macht das außenrum. Ja, genau. Ich konnte den Weg, die andere Seite vom Berg gerade nicht anwählen. Ich musste hier wirklich einmal. Geschafft. Ja, und bei uns war das das allererste Mal, ne? Wir sind natürlich einfach der Wegführung gefolgt und dann hat das, ja, hat das nie gereicht. Ihr müsst. Ach ja, das Pferd sollte ich vielleicht auch noch nicht nur hinstellen. Wie weit bist du gekommen mit der Schei jetzt? Prozentmäßig? 36 habe ich. Hast du Nacht laufen lassen? Ja, ja. Krass. Jede Nacht. Hm. Lasst uns beten. Mann, Mann, Mann. Ich hab mir jetzt mal Luft, bevor ich der bestellt. Der kommt aber erst Donnerstag, ne? Ich hoffe, nicht aus zu husten. Seizend. So, Dann sieh zu, dass du überlebst bis da. Oh ja. Heute ist ja schon Dienstag, ne? Ja, die Chancen stehen dummerweise gut, dass du überlebst. Ja, hoffe ich doch. Oh, der Letter. Wir werden noch so auf die Fresse kriegen hier. Wieso wir? Also ich, hahaha. Mann, ich will nicht mehr mit dir spielen. Du bist immer so böse. Wieso? Ey, nein. Ja, hey, doch. Den großen Drachen, hast du den in einem Mal besiegt? Ja, beim ersten Mal. Hat zwar gedauert, aber wie gesagt, ich bin da nicht gestorben oder so. Quatsch. Der hat mich fertig gemacht gestern. Okay. Ein bisschen Wissen mitgenommen, ich habe auch bei 202 jetzt. Wow. Was muss ich jetzt hier absteigen oder was? Wir haben zwei Neujahrs gestern geschrieben. Genau. Okay. Ja, jetzt habe ich noch erhöht auf 40. Ja. Mann. Die falsche Taste, ey. So, ich habe noch so viele Questgegenstände hier, ey. Jetzt haben wir zweimal diese Pille gekriegt. Dann habe ich hier noch irgendwie ein Taschenbuch, ein Brief und dann noch mal so eine komische Ödlandkarte. Apropos Quest, was ich dich fragen wollte, hast du auch diese Quest-Musik-Tagebuch? Sehe ich das?
Ich weiß, ich kann nicht mehr sagen, wo ich die angenommen habe, aber ich glaube, das war irgendwie bei einem NPC, wo man die Dailies machen konnte für die Note. Und jetzt habe ich da so eine Questreihe Musiktagebuch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Muss ich in Ruhe ich mal weiß gucken, gar nicht, was das. Gibt sogar Kampf-IP. Ich weiß nicht, ob das mit der Schei zusammenhängt oder nicht. Das. Diese eh blöd, die lösche ich dann, wenn die 61 ist. Ja, genau. Das wird ja bald der Fall sein und dann ist die weg. Das will ich sehen, dass du die löscht. Das tut mir nicht weh. Doch, bitte. Nie wieder Schei. Hat ein Hin und Her. Ja, es ist irgendwie auch das erste Mal, wo das gespielt ist, war so mühsam, so viel mehr erwartet, viel mehr Action. Naja. Solange es Punkte gibt. Naja, ein bisschen. Wie viel Prozent hast du denn, Marcella? Willst du das wirklich wissen? Nee, will ich eigentlich nicht, aber okay. Sag mal. Ich habe jetzt 52. Unglaublich, echt. Ja, wenn ich denke, wann ich die begonnen habe, ne? 2 Tage Pause sogar noch. Ja, darum geht's nicht. Doch. Wie machst du das? Wieso hast ja, du ich mach mal vorwärts. Ich mach mal vorwärts. Ja, ich habe natürlich diverse Nebenquests noch mitgenommen. Ja, das ist wahrscheinlich. Und das hat mir zum Teil, hat es mir mehrere Prozente gegeben. Und ich glaube, so bei 59 habe ich diesen Hof gemacht, Brelin oder wie der heißt. Ja. Das hat mega viel gebracht. Ja, wie gesagt, ich habe die meisten Nebenquests ja alle ausgelassen, ne? Ja, und ich blieb mal dran halt, ne? Nicht so wie du. Ja, wie gesagt. Oh, ein Blümchen, oh, ein Baum. Aber dann wäre ich ja noch vor der Wüste, glaube ich, wenn ich alle Nebenquests mitgenommen hätte. Ich habe auch nicht alle. Ich habe wirklich jetzt einfach das, was vom Level her dann gepasst hat. Die Low-Quests habe ich nicht mitgenommen, Nebenquests. Okay. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich ahne Böses. Hier bei denen da, ja. Ach, nie jetzt, oder? Gebt Antarxis. Ah, jetzt müssen wir dir die Pille geben. In Odraxia warst du noch gar nicht, ne? Nein. Ja, da wirst du dann dich tümmeln können. Was kann ich da? Ja, mit Wissen und NPCs und. Doch, wir waren doch da. Nein, da war ich noch nicht. Odraxia warst du noch nie, okay. Karte ist dann noch unentdeckt alles. Dann sieht man dich dann mal den ganzen Tag nicht. So lange? Meinst du, nee. Das ja, so lange? Du schon, ja. Ich hab 10 Minuten. Ich habe hier ein Fragezeichen. So wie schon ein Fragezeichen. Hey, ich habe hier jemanden vergessen. Gibt's ja nicht. Cool. Ich hoffe, du hast Energie mitgebracht. Ich habe hier kein Fragezeichen. Doch, hier diese Statue.
ins Rhabarber bitte. Ich habe dir die Pille gegeben, die ist immer noch da. So, wo hast du jetzt hier ein Dings, ein Zeichen, Frage, Dingsbum? Da hier oben musst du mit dem sprechen, hier. Bei der Statue zweimal sprechen. Brauchst du 20 Energie, das hast du gemacht. Ja. Ja eben, und dann kannst du wieder mit ihr sprechen hier. Ja, hab ich auch gemacht. Und dann musst du hier runter. Genau. Zu dem Typen. Und mit dem auch noch quatschen und noch mehr quatschen. So, muss jetzt weitergehen. Nee, wir müssen wieder zurück. Das ist anstrengend. Na dann, und dahin. Ich meine, die stehen doch so dicht nebeneinander. Die können sich doch das gegenseitig zurufen, oder nicht? Tja, könnte man meinen. Geht irgendwie nicht. Ist aber auch eine Sylphs-Quest. Junge, Junge, Junge. Echt jetzt? Was ist das denn, ein halbes Buch gewesen gerade? Mhm. Können wir jetzt gehen? Ja. Habe ich gestern gesehen, beim Holzfällen gibt es ja ab und zu mal so eine Kanthölzer. Mhm. Und davon 10 Stück, das sind dann irgendwie maßgefertigte, keine Ahnung, was für Hölzer, Kanthölzer. Kriegst du ja eine kostet 100 Millionen, ne? Oh. Ne, nicht 1 Million, 100.000. Ja. Aha. Wahnsinn. Ach cool. Mann, ich reite hier in die Wand. Ich bin so doof. Braucht dein Pferd auch eine Brille? Ich brauche Abrichten, Fachmann, damit der schnell automatisch reitet hier.